Das kranke Königreich. Ein Märchen vom kranken Königreich. Eine ganz verrückte Sache, sagte der Katz. Es gab einmal vor ganz langer Zeit zwei ganz kranke Königreiche. Eins mit zwei Könige zusammen in einem rosaroten Schloss und eins nebendran in einer Nachbarregion mit zwei Königinnen in ihrem rosaroten Schloss. Wie ist das nun so gekommen? Fragte sich das Volk. Dann kam hoch zu Ross der schöne Prinz Indigo von Großmaul vorbeigeritten, weil er wegen seinem großen Mund aus allen Schlössern im ganzen Land und Umgebung rausgeschmissen worden war. Überall, wo der Prinz Indigo von Großmaul vorbeikam, reichte das Gemeinvolk eine offizielle Klage bei den Königen und Königinnen ein, dass sie Blasen in den Ohren bekommen hatten und zum Tierarzt für die Pferde hätten gehen müssen, weil es damals noch keine Krankenhäuser gab. Ich geb euch die Lösung zum Königsproblem, Leute, sagte der Prinz Indigo von Großmaul. Kommt alle hier und ich werde euch den einen nach dem anderen die Ohren auspusten, weil euch die böse ägyptische Hexe des Pharaos einen Fluch des Nichtverstehens eingeflüstert hat. Schließlich am Ende des Nachmittags und erschöpft von vielen Ohrenblasen kam der Prinz Indigo von Großmaul zum verfluchten Königspaar der zwei Könige und blies die alte Königsknacke ordentlich die Ohren aus. Oh, wo ist meine Königin? Schrie der König. Und was machst du da mit Königskrone? Du Dreckseimer! Ich will doch meine Königin zurück, so wie es sich gehört und nicht anders. Haut ab und verschwinde von hier. Und so kam es, dass die Könige wieder mit ihren Königinnen lebten und alles wieder gut kam, so wie es sich gehört. Und sie lebten noch lang und glücklich. Und auch das Volk im Reich war wieder zufrieden, wieder ohne Angst für ihre Kinder leben zu können. Und was passierte mit Prinz Indigo von Großmaul? Und die böse ägyptische Hexe? Na ja, wenn die Redefreiheit das zulässt, dann mit ein bisschen Glück erzählen wir das noch irgendwann in der Folge Geschichte.